Immer, immer, immer. Dig, 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 dig. Siebzig ist gut. 70 ist schön und fein. Und das geht dann ja auch schnell. Und das Schöne ist bei solchen Skills, man braucht hinterher zwar länger, um die aufzuleveln, aber man merkt schon, dass es von Anfang an weiter nach oben gegangen ist. Und dass wir jetzt mittlerweile viel mehr damit abbauen können und viel mehr schaffen und was nicht alles. Das geht. Das geht alles. Alles gut. Alles schön. Ne, das muss noch ein weiter nach links, ne? Ja. Ja, das entspringt ja immer noch der alten Planung, die ich hatte. Und die war ja ein bisschen fehlerbehaftet. Des Derwischen müssen wir das nochmal editieren. Tja. So ein Mist. Aber gibt Schlimmeres. Ah, okay. Sehr intelligent ist das übrigens, wenn man das von oben nach unten macht und nicht von unten nach oben, so wie ich das hier gerade mache. Tada! Nur eine Seite hätten wir damit fertig. Wenn wir es jetzt noch schaffen, mit diesen 34 hier die komplette Linie zu ziehen, dann haben wir das auch geschafft. Ja! Die Seite ist an sich fertig. Wir müssen nur noch das oben da noch ein bisschen verbessern. Damit das halt designtechnisch besser aussieht. Aber das mache ich erst, wenn die rechte Seite auch noch da ist. Ah! Tja. Und das dauert halt noch. Okay. So wie ich das sehe, müssen wir noch einen weiter nach rechts, ne? Ja. Giga Drill Breaker, 96 Sekunden. Und es wird immer stärker, schöner und besser. Ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir müssen das alles hier noch ein bisschen weiter nach rechts verziehen. Aber dann haben wir es auch. Kaputt. Steh mir nicht im Wege rum. Störe meine Kreise nicht. Ist schon gut, dass ich hier so viele Schaufeln gebaut habe. Die brauchen wir ja vermutlich alle. Was ist hiermit? Da oben? Das ist doch auch wieder alt, ne? Das ist auch wieder falsch. Genau. So muss das. Darf ich wieder? Nein, Maddie darf's noch nicht. Kleiner Maddie. Lass es sein. Du bist da noch nicht drin. Schade. Darf ich jetzt? Nein. Immer noch nicht. Okay. Wo kommt das denn her? Das war jetzt auf einmal ein Zauber. Habt ihr das gemerkt? Das ist die Schattenseite des Giga Drill Breaker. Ich werde das wieder machen dürfen, wenn ich alles hier fertig habe. Tja. So ist das manchmal. Okay. Dann werde ich gleich nochmal Holz holen und mit dem Holz bauen wir ganz viele Kisten. Damit wir zumindest die Unterseite hier fertig haben. Dann sehe ich auch, wie weit wir das hier bauen müssen. Es kann nämlich sein, dass es noch einen Schritt weiter muss. Ansonsten gleiche ich das oben nämlich nochmal an. Ich gehe mal davon aus, dass wir nochmal weiter hier in hier, ne, die Richtung müssen. Tja. So. Ich habe gerade den Drill-Blabla aktiviert, gerade weil man dadurch auch theoretisch mehr Ressourcen kriegen kann. Und das ist natürlich cool, ne? So ein bisschen Plus machen. Hat nur niemandem geschadet. Also wartet. 1, 2, 3. Und dann jetzt hier die Wand, ne? Ja. Leute, das ist doch nichts hier. Das muss weg. Joa. Hallo. Dann können wir das hier
So. Ja, jetzt frage ich mich, wie ich das nämlich am besten mache. Auf jeden Fall muss das hier 2 breit. Du Spaten. So. Dann reißen wir mal die Mauer hier mit weg erstmal. So können wir dann besser planen. Ja, Leute, ich sehe auch nichts. Kann ich dieses Gamma doch ein bisschen höher stellen? Hier, Video. Hier. Large. Bright. Alles. Alles hochgestellt. Aber Shader. Ja, ja. Das Shader. Gibt es eigentlich einen Shader, der so heißt? Das wäre witzig, ne? Das wäre echt witzig. Bestimmt gibt's das. Und mein Witz ist so alt. Aber das ist dann auch kein alter Witz. Wenn ich jetzt erst auf den Witz komme, dann ist er nicht alt. In meinem Kosmos ist er frisch und jungfräulich. Noch nie benutzt worden. Noch nie irgendwo angewendet worden. Und dann sagt ihr, ah! Der geistreichste Sportsmacher der Saison. Okay. Was natürlich herbe geil ist, ist jetzt, dass das alles nicht mehr symmetrisch ist, ne? Weil das hier nur 3 breit ist. Und dann geht das hier auch wieder nicht auf. Ey, leck mich doch am Arsch. Ey, das ist doch nicht wirklich. Das passiert jetzt hier nicht, oder? 1, 2, 3. Okay. Na, wenn wir den Medi glücklich machen wollen, müssen wir das hier auch noch neu machen. Und zwar einen weiter noch nach hier. Ja. Ach. Ja, oder wir machen es wieder so, wie es vorher war. Und schrägen um. Machen einfach hier eine andere Beule rein. Interessiert mich jetzt nicht. Ich kann ja hier erstmal die Wand machen. Die Wand muss ja sowieso so. Das geht ja nicht anders. Und da muss die Wand nicht hin. Die Wand muss woanders hin. Die Wand muss hier hin. Aber erstmal müssen wir gleich wieder schlafen, weil ich sehe jetzt hier gerade nichts. Ich mache jetzt diese Line fertig. Und dann gehen wir ins Bett. Bang! Gute Nacht. Uch. Hallo. So. Man kann das ja theoretisch hier 2 breit machen. Es geht. Und dann nennen wir das Faradaysche optische Illusion XY2718. Nee, wir machen das so, wie ich es vorher hatte. So, dann wenn wir jetzt zum Beispiel hier nämlich wieder die Treppe reinmachen. Ja, ich bin hier von 4 auf 3 gegangen. Nee, von 3 auf 4 gegangen. Das ist totaler Quatsch. Und deswegen wird es immer ein Makel bleiben. Aber man ist ja Architekt, damit das keinem auffällt. Dafür ist es ja da. Und wenn wir nichts gesagt hätten, dann wäre es euch auch nicht aufgefallen. Wenn ich echt, hätte ich nichts gesagt. Ich Idiot. Wäre keinem aufgefallen. Na. Das geht nämlich. Dann müssen wir hier unten nur gucken, dass wir das ein bisschen anders machen. Ja. Das ist eigentlich machbar. So viel komplizierte Situation. Deswegen merkt euch, Kinder, baut niemals eine Treppe 3 Blöcke breit. Blöcke breit. Bleit. Wird. Macht das nie. Ihr kommt da in Teufelsküche, das schwöre ich euch. Wenn wir jetzt nämlich, pass auf, das schließen wir so an. Wir müssen ja irgendwie, doch das geht. Das Ding, das startet ja sowieso da hinten. So. Was bedeutet, dass hier erst die Line startet. Und wir haben hier ja nur einen Aufgang und keinen Untergang. Deswegen, ja, das ist das Gegenteil von Aufgang. Diese Sprache ist so schwer, das glaubt ihr gar nicht. So, wenn wir es zum Beispiel so machen. Ich reiße immer ein bisschen was weg.
Okay. Und es hinterher komplett ausgebaut ist, das merkt kein Schwein. Das merkt kein Schwein. Wenn ich nichts gesagt hätte, würde es kein Schwein merken. Aber ich, Idiot, habe natürlich was gesagt und bin dann in Teufels Küche geraten, dadurch, dass ich einfach mit euch rede. Ich sollte einfach hier nur spielen. Ich hätte überhaupt schon mal überlegt, nur so einen Twitch-Kanal oder was auch immer, nur Walkthrough oder bla bla, Maddie spielt und redet dabei nicht und lade das einfach hoch. Ich hatte, und das ist wirklich eine Überlegung, die ich hatte, was auch sehr witzig ist, ich wollte irgendwann mal die Let's Plays, die ich mache, einfach nochmal umkommentiert auf einen anderen Kanal hochladen, um dann zu gucken, was erfolgreicher ist. Dennoch hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das Ergebnis davon ein wenig desillusionierend sein wird und habe das dann deswegen nicht gemacht. Ja. Feels bad, man. So. Ja, was ist denn schon Symmetrie? Dann baue ich hier das in so eine Wand. Ja. Dann muss ich hier auch nichts ändern. Weil ich mag das eigentlich, wenn man dann so auf so eine Front hinzuläuft, die sich dann in der Mitte teilt. Aber dann hätte ich das hier auch alles drei breit machen müssen. Ah. Das wird mich so anpissen. Solange wir dieses Projekt haben, werde ich mich darüber ärgern. Und da müsst ihr halt jetzt mit leben. Also das ist aber auch jetzt nicht wirklich ärgern, sondern jedes Mal, wenn ich dann nach Hause komme, werde ich so ein gewisses Zähneknirschen haben, weil mir irgendwas hier missfällt. Ja, so läuft's. Aber erstmal Eisen durchbrennen. Bang. Aber wie viel Äxte habe ich mit? Vielleicht nehme ich mir eine zweite. Nehme ich mir die rein. Das hier auch rüber. Süß. Jetzt habe ich zwei und zwei Stöcker. Man braucht ja. Vielleicht brauche ich ja einen Stock. Vielleicht finde ich hier irgendwo einen Alligator und muss den damit ausnocken. Ja, das mache ich mit dem Stock. Bin ein Harten. Aber was ich auch brauche, ist mehr zu essen. Und dafür müssen wir demnächst wirklich mal unsere Farm erweitern. Und ich habe ja 13 Zäune mit und ich meine, im Lager habe ich noch mehr. Für meine Vorhaben ist unser Essen ein wenig zu gering. Beziehungsweise es reicht gerade so und ich mache keinen Plus. Und falls ich dann mal irgendwann eine längere Tour plane, brauche ich natürlich einen ganzen Stack voll Brot. Und das geht nicht einfach so. Da muss man schon mal vorsorgen. Ah! Moin, Jungs! Ihr seht als Javas übrigens besser aus. Hat es euch schon mal jemand erzählt? Ja. Du siehst besser wenn du dir eine Kapuze über den Kopf ziehst. Übrigens, diesen Doppel-Loot-Blödsinn gibt es bei Bäumen auch. Das heißt, es könnte auch sein, dass hier von einmal wegschlagen zwei Holzscheite rausploppen. Das ist doch gut, ne? Jeder mag das. Das ist Plus machen. Wirtschaftslexikon. Plus. Okay. Dann werde ich mich mal hier an die Arbeit machen. Ich lasse das erstmal noch. Obwohl, nee, ich lasse es nicht. Wie weit haben wir denn hier in die Seite gepackt? Drei, ne? Eins, zwei, drei. Das heißt, wir machen erstmal das fertig. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Nochmal für Blöde. Pflock. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Pflock. Ah. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, Flock. Ein. Weg. Eins, zwei, drei.